quiescat in pace. Ja, volle Synchronisation fehlgeschlagen. Ist mir in diesem Fall aber eigentlich relativ und ziemlich egal. Total egal sogar. Das war wieder so ein Kerl aus dem Multiplayer, so ein Multiplayer-Charakter. Oh, hallo mein Freund. Und Multiplayer-Charakter, ja, die sind hier so eingebaut ins Spiel, in die Storyline. Finde ich eigentlich ganz nett. Dann sieht man ein paar bekannte Gesichter. Jetzt haben wir wieder einen umgebracht, also insofern, ne, soll es uns nicht weiter stören. Dann gehen wir mal zu diesem wundervollen Erinnerungsanfang da vorne. Was hat er denn nur vor? Ja, was habe ich vor? Oh, wow. Na? So nicht, mein Freund, so nicht. Einfach abhauen. Kann doch nicht wahr sein. Hallo. Oh. So, komm. Kann mal ein anderer angreifen. Gelaufen. Na, oh, ich hab's gewusst. Ihr habt mir nichts entgegenzusetzen. Seht's doch ein, Jungs, seht's doch ein. So, ich bin eigentlich auf der Suche nach einem Arzt. Wobei mir diese Gegner hier auch ein bisschen gelegen kommen. Oh, erwischt. Was sagt man dazu? Du hast die Wahl, Freund. Es geht uns nur ums Überleben. Selber schuld, du hast mich geschubst. Ach ja, ich liebe die Moves. Ich liebe die Moves. Lasst sie uns gleich nochmal an dem Kerl hier ausprobieren. Das ist natürlich dumm. Den kann ich nicht mit der kurzen Klinge kontern. Aber damit. So, okay, genug gespielt. Gehen wir weiter. Autsch. Und da ist auch ein Doktor. Den nehmen wir mal schnell mit. Wo ist denn der? So, bloß nicht nass werden, bloß nicht nass werden. Hier ist der Doktor. Ach, den haben wir doch vorhin renoviert. Wird er gleich mal nützlich. Geschäftsaufträge, was brauchen wir denn da so? Tomaten, Muskat und Aronit. Das war's. Okay, dann schauen wir mal, ob wir das alles zusammensammeln können. Dann nehmen wir auf dem Weg gleich noch ein bisschen Kohle mit. Wo ist denn der nette Bankier? Andere Straßenseite? Oder... Nein, da vorne. Jede Wette da vorne. Wetten wir? Wetten wir? Wetten wir? Ha, gewusst. Da hinten ist doch... Ich hab's doch gewusst, da ist noch eine kleine Truhe. Ja, das sind die stillen Reserven, ne? Falls unserem Bankier hier mal die Kohle ausgeht, ne? So, mein Freund, was kannst du uns bieten? Oh, ganz viel. Gib her. Geld abheben. Her damit. Danke sehr, Monsieur Mademoiselle. Hör! Bist du gerade aus dem Nichts aufgetaucht? Der Kerl mit seinem Pferd ist gerade aus dem Nichts aufgetaucht, da ist kein Zweifel.
Oh, da vorne ist ein Typ. Den will ich haben. Ein Typ. Hallo. Ich bin schneller als du. Ich möchte aber gerne auf die Leiter. Dankeschön. Ein Dieb bist du. Sehr gut. Was der Mörder ist, ein Mörder. Mehr nicht. Weise Worte aus dem Munde eines dummen Mannes. Dankeschön. Hast du ein Problem mit mir? Ey! Danke. So, du gibst mir mal meine Kohle. Du gibst mir meinen Kolben. Den Armbrustbolzen. Und wo ist jetzt der Herold, den ich gerne bestechen möchte? Ihr habt zwar immer gesagt, ich soll die Herolde wieder bestehlen, bestochen habe. Dann kriege ich mein Geld wieder. Aber ich will das nicht. Wenn ich die schon ehrlich bestochen habe, dann sollen die ihr ehrlich ergaunertes Geld auch behalten. Ich bin da sehr loyal eingestellt. Hier hätten wir übrigens das Kapitol. Den Kapitolshügel. Der sieht in echt auch noch ähnlich aus. Diese Treppe hier, die da bin ich auch schon nach oben gewandelt. Sieht sehr nett da oben aus. Schauen wir doch einfach mal nochmal, wie das hier umgesetzt ist. Ja. Eine andere Statue steht da heute. Da steht eine Statue von einem Reiter. Und dieser Turm hier, der sieht auch ein bisschen anders aus in Wirklichkeit. Den haben sie angepasst fürs Spiel. Und hier steht eigentlich eine andere Statue. Ich weiß nicht, ob damals mal eine andere Statue da stand. Aber hier steht eine andere. Hier, das ist heute ein Museum mit Kunstwerken und Skulpturen und Statuen. Das ist ja ziemlich groß eigentlich, erstreckt sich bis hier hinter. Ich weiß nicht, ob es diese Treppe hier in Wirklichkeit auch gibt. Ich bezweifle es irgendwie gerade. Naja, gehen wir weiter. Da hinten hätten wir einen Taubenschlag. Hier runter zu springen wäre reichlich dumm. Deswegen tun wir das auch nicht so voller Enthusiasmus, sondern gucken erstmal, wie wir hier weiterkommen. Denn ich bin mir sicher, hier ist irgendwo ein Heuwagen, denn Heuwagen sind... Ja, natürlich. Ein Haufen Heu. Denn Haufen Heu, die Haufen von Heu, die Häufen, Haufen, Häufen. Zumindest sind die Dinger immer da, wo man sie gerade braucht. Das ist toll, oder? Und er springt nie daneben. Nicht so wie dieser eine Idiot in Assassin's Creed 1, der einfach so daneben springt und sich das Bein bricht. Nee, nee, Ezio ist cool, Alter. Ihr hat das auch drauf. Aber der andere da, nee, das war nicht gut. Ein Hauptmann eliminieren, bla 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 bla. Boah. So, Assassinen. Lasst sehen, was ihr drauf habt. Ihr seid Level 3. Alle auf Level 3? Oh, das ist ja super. Dann schicken wir mal den hier auf irgendeine Mission. Gucken wir uns erstmal die Missionen an. Aufträge. So, was gibt's in Florenz? Nicht so weit weg. Botschafter vergiften. Okay. 2%ige Chance. Ist mir ein bisschen zu gering. Ehrlich gesagt. Was gibt's in Barcelona? Auch eine sehr schwierige Mission. Wien. Einen Doktor eliminieren, das sollte doch gehen. Das hier sollte eigentlich auch noch gehen. Ihr seid doch Level 3, also schick ich. Wen schicke ich denn? Schicken wir mal die nette Dame hier. Und den netten Herr hier. Mission starten. So, da können wir eigentlich einen alleine hinschicken. 100% Erfolgschance. Schicken wir mal dich.
Was gibt's in Rom? Einen Gutsherren angreifen sollte eigentlich auch kein Problem.